Fußballtrainer haben auch ein Privatleben, auch wenn sich dies meist fernab der medialen Wahrnehmung abspielt. Clubtrainer Dieter Hecking, dessen Frau und 5 Kinder in der Nähe von Hannover leben, ließ die NZ im Interview ein wenig hinter die Kulissen blicken. Herr Hecking, Sie betonen selber immer wieder, dass Familie Ihnen wichtig ist, dass Sie durch Ihre Eltern zum Beispiel sehr geprägt worden sind, haben 5 Kinder und den falschen Beruf für Familie, oder wie bringen Sie das unter einen Hut? Ja, es ist eigentlich schon der falsche Beruf, wenn man Familienmensch bin, oder Familienmensch sein will, so wie ich es eigentlich gerne möchte. Aber eben, das ist das Problem, wenn man Fußballtrainer ist, dann kann man eben nicht sagen, ich bin jetzt mal 10 Jahre an einem gleichen Ort. Und mittlerweile sind die Kinder, gut, die beiden Ältesten sind auch mittlerweile außer Haus, aber auch die Jungs mit 16 Jahren sollen jetzt ihr Abitur machen, möglichst nicht mehr den Schulwechsel vollziehen. Und da muss man natürlich dann auch eine Fürsorgepflicht haben, und deshalb lebt die Familie diesen Beruf genauso, wie ich ihn hier ausleben kann. Wie machen Sie das praktisch? Sie verbringen sehr viel Zeit im ICE zwischen Nürnberg und Hannover. Wann haben Sie dann überhaupt die Möglichkeit, Ihre Familie zu sehen? Samstag wird meistens gespielt, wenn nicht sogar Sonntag. Ja, also jetzt war es zum Beispiel so, dass ich nach dem Spiel gegen Wolfsburg hier geblieben bin. Bin ich also nicht nach Hause gefahren. Beschränkt sich dann halt auf den telefonischen Kontakt. Und es ist schon so, wenn wir Samstag spielen, Sonntagmorgen auslaufen, Sonntagmittag sitze ich da meistens im ICE. Manchmal bin ich jetzt auch mit dem Auto gefahren, aber das ist doch anstrengender. Also meistens ist der ICE dann derjenige, der mich dann nach Richtung Norden bringt. Und dann ist man am Sonntag so gegen 5:30 zu Hause, hat dann den Sonntagabend, hat den Montag, der natürlich auch eingeschränkt ist dadurch, dass die Kinder, die Frau ein bisschen am Arbeiten ist, die Kinder in der Schule sind. Und dann sieht man sich dann nachmittags und am Abend, und am Dienstagmorgen geht es wieder zurück nach Nürnberg. Und es ist nicht viel Zeit, aber es ist dann auch schon so, gerade in der Ferienzeit sind die Kinder hier gewesen, jetzt in Osterferien. Meine Frau, wenn es eben irgendwie geht, kommt zu den Heimspielen, und wir kriegen das ganz gut hin. Sie waren selber ja aktiver Fußballer, waren Profi, waren aber vor allem ja auch Jugendnationalspieler. Kann man sagen, dass der Trainer Dieter Hecking ein gewisses Faible für junge Spieler hat? Ja, weil ich denke ich, als ich junger Spieler war bei Borussia Mönchengladbach, habe ich immer gedacht, so möchte ich es eigentlich mal nicht machen, wenn ich Trainer bin wie junge Spieler. Damals war es so, es gab nur die 11 Stammspieler, und die junge Garde war beim Co-Trainer, und es war dann schon wirklich eine Beförderung, wenn man dann bei der A-Mannschaft dabei sein durfte und unter dem Cheftrainer arbeiten konnte. Und das war so etwas, wo ich immer so gesagt habe, Mensch, du möchtest schon allen das Gefühl geben, wenn du mal Trainer wirst, dass alle dazugehören. Und was junge Spieler angeht, es macht mir einfach Spaß, mit ihnen zu arbeiten, vor allen Dingen dann, wenn sie willig sind. Und wir beim Club haben viele willige Spieler, die noch längst nicht am Ende ihres Könnens sind. Und das gilt es eben von mir immer wieder rauszukitzeln, sie zur optimalen Leistung zu bringen, dass sie vielleicht nochmal in der Karriereleiter noch ein bisschen höher kommen können. Und das ist eine Aufgabe von mir natürlich, aber auch die erfahrenen, arrivierten Spieler auch zur maximalen Leistung zu bringen. Man sieht sie ja oft bei den Amateuren, auch bei Jugendspielen. Welchen Überblick oder Einblick haben Sie sich inzwischen über die Nachwuchsabteilung beim Club machen können? Sehen Sie da auch schon Spieler, wo Sie meinen, das könnte beispielsweise perspektivisch einer für Ihre Truppe werden? Ja, es war zum Beispiel jetzt mit dem Philipp Wollscheid, ist es uns gelungen, denke ich, wieder einen aus der U23-Mannschaft von René Müller wieder als Profivertrag, einen Profivertrag zu geben. Er ist wieder einer, und das ist natürlich das Gute, jetzt in Anführungsstrichen, wenn die Familie nicht da ist. Deshalb habe ich natürlich viel Zeit auf dem Clubgelände auch, die ich verbringen kann, und arbeite mich dann natürlich auch in diese Themen rein. Mit Rainer Zietsch habe ich Jugendnationalmannschaft zusammengespielt, daher kennen wir uns. Mit Dieter Nüssing muss man gut auskommen, wenn man beim Club was werden will. Ja, und nein, also wir sind da im ständigen Austausch, und ich habe wirklich, was B-Jugend, A-Jugend und U23 angeht, mir einen sehr guten Überblick schon verschaffen können. Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen, wenn er weiter hart arbeitet, der dann auch zu uns stößt. Leider ist es momentan so, dass, was mir eigentlich vorschwebt, ist, dass man auch einen Nachmittag diese talentiertesten Spieler unter unsere Fittiche nimmt, unter den Profibereich nimmt, wo sie vielleicht mit den Spielern, die nicht so häufig zum Einsatz gekommen sind, auch mal zusammen trainiert, dass man sie einfach mal da sieht. Das wird Zukunftsmusik sein, wenn wir den Klassenerhalt geschafft haben.